Jetzt ihm hier. Scheiße. Fuck. Ah, Mist, wir haben hier keine Möglichkeit, den da hinten erstmal wegzuhauen. Ich weiß nicht, wo der. Ach, hier steht der. Sehr gut. Mit dem nächsten AP können wir wenigstens mal sagen, wir machen wieder einen Kritter. Das heißt, das werden wir sofort machen. Oh, yes, das hat wehgetan. Können wir jetzt theoretisch hiermit einfach. Okay. Bisschen mehr Schuss brauchten wir noch. Hier ist noch einer. So, dann laden wir unser Crit mal ein bisschen auf. Ups. So, Schnauze da unten. Komm. Mist. Müssen dafür sorgen, dass er die Waffe fallen lässt. Verdammt, ey, der trifft ganz gut, der Typ. Warte mal, ich hab doch das hier. Warum benutze ich das denn nicht? Na komm. Ach ja. Jetzt reicht's mir. Rage! Oh, warte. Rage Mode! Ist aber immer noch irgendwo einer. Da hinten. Okay. Den sollten wir hinbekommen. Versuchen es mal am Kopf. Das hat funktioniert, Alter. Das hätte ich niemals gedacht. Okay, der ist dort, ja? Ich sehe ihn leider nicht, weil es hier so nebelig ist. Fuck. Ich darf ja gar nichts sammeln eigentlich. Ich trage schon zu viel. Aber wenigstens die Superatombombe, genau, die Mini-Atombombe bekommen wir. Das ist für uns auf jeden Fall von Vorteil. Ich habe jetzt extra das hier ausgerüstet, das Gewehr. Damit wir etwaige Gegner sofort erledigt bekommen. Und die haben keine Chance, wenn wir die damit abballern. So, da haben wir unsere Mini-Atombombe. Unser ganzes Dasein hat sich jetzt gelohnt. Wir haben ein Level-Up. Dann könnten wir theoretisch, ups, könnten wir starker Rücken nochmal skillen. Wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Nächster Rang ist erst auf Level 30 verfügbar. Alternativ wäre Schloss knacken. Du kannst Meisterschlösser und alle Schlösser einfach knacken. Einfacher knacken. Das wäre eigentlich auch sehr gut. Ich mache erstmal das. Dann können wir nämlich gleich uns die Kryo-Waffe holen, die in Vault 111 ist. Und wir müssen ein bisschen was wegschmeißen. Hier so ein Impro-Gewehr, das kann ich direkt mal ablegen. Sowieso nichts wert für uns. Ah ja. Ich weiß aber nicht, wo wir sind. Das ist von Vorteil für uns. Komm, gib ihm. Zack. Einfach weggehauen. Ich liebe diese Waffe, ey. Das Scharfschützengewehr hier, das ist richtig cool. So, wo ist der Mutant? Hier liegt er. Ah, toll, eine Planke. Die brauchen wir eigentlich gar nicht aufnehmen. Können wir gleich hier lassen. Und dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Schnellreise. Wohin? Wisst ihr schon? Nach Sanctuary erstmal ein bisschen was ablegen. Wir haben immer noch zu viel dabei. Das mit den Versorgungsrouten werde ich übrigens mal so halten, dass man quasi die, Siedlung, die man gerade ein bisschen umbauen möchte. Verdammt. Wollte ich doch nicht.
Man sollte echt... Nein, ich möchte nicht alles mitnehmen. So. Dass man immer die Versorgungsroute gerade einrichtet mit der Siedlung, die man gerade aufbauen möchte oder weiterbauen möchte, wie auch immer. Cooler wäre es natürlich, wenn das immer bei allen wäre, automatisch. Man nicht theoretisch für jede Siedlung einen so einen Typen abstellen müsste, der das Ganze macht. Also der da diese Route quasi bereitstellt, mehr oder weniger. Wäre sehr viel praktischer. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ne? Aber ich werde jetzt immer die ganzen Sortiergeschichten offscreen machen. Ich glaube, ich habe es aber schon mal gesagt hier. Genau, das kann auch noch weg. Okay. Kleidung kann auch noch mal ein bisschen was mehr weggeräumt werden. Wie so häufig eigentlich. Nur unseren schönen Anzug müssen wir behalten. Den hier. Sturmgasmaske behalten wir auch eine. Fuck, Voltanzug mal wieder weggelegt. Das ist zum Glück kein Problem, weil man den schnell findet. Einfach unter V, hier ist er. Voltanzug. So. Okay, mehr noch nicht ablegen. Ich ziehe mal den Anzug an, damit wir nicht so bescheuert hier herumlaufen. Oh, das Ding einmal wieder fest. Verdammt, herstellen wollte ich gar nicht. Ja, warte. Ist gleich weg. So. Da haben wir's. So. Ich wollte transferieren den ganzen Schrott. Und jetzt habe ich immer noch total viel dabei. Vermutlich, weil ich einfach so viel hier in der Richtung habe. Ich kann ja mal wieder ein bisschen kochen, sage ich mal. Können wir ja mal machen. So, einmal kurz zwischenspeichern. Dann können wir uns hier doch mal einfach alles rausnehmen. Und mal ein bisschen was kochen. Können Gemüsesuppe machen. Oh, lecker. Machen wir. Lecker Gemüsewasser. Ja, machen wir nochmal aufbereitetes draus. So, Brutkäfersteak. So, und dann ganz unten gibt es nämlich die guten Sachen. Todeskrallensteak und so. Ratskorpionfleisch. Ach komm. Alles schön verbraten. Mirelurk Königinsteak. Ist auch nicht schlecht. Ja. Was Ratten hatten? War das nicht immer mit 3 Rattenfleisch? Also nie mehr. Und Bläfliegen können wir uns noch reinziehen. Ein paar lecker gebackene Bläfliegen sind mal gut. So, haben wir auch mal wieder ein bisschen was gebacken. Und hast du nicht gesehen? Okay, dann müssen wir jetzt wieder alles Mögliche ablegen in Richtung Fleisch quasi. Also alles so rohmäßig. Eigentlich auch Hirnpilze und so, ne? Ich glaube, ich lasse auch die ganzen Blümchen hier, die wir so finden. Blutblatt auch. Das heißt, Blumen und rohes Fleisch quasi. Das wird jetzt immer hier drin gelagert und fertig. Dann weiß man auch, wo es ist, ne? Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt unbedingt. So, Mais kommt auch da einfach rein. Das ist schon verarbeitet. Melonen, alle Mirelurk-Eier. Ich wollte ja das Omelette hier noch ein bisschen machen, aber dafür brauchen wir noch ein paar andere Zutaten, die wir leider gerade nicht am Start haben. Sehr schade eigentlich. So, Nudelschale, alles okay. Sowas kommt nicht hier rein. Wo haben wir denn hier noch? Ja, das eher nicht. Tato. Wobei, doch, Tato-Blumen kommen da rein. Teerbeeren auch. So, das war's auch schon. Sehr gut. So. Draußen geht der Fight los. Wer ist denn hier am Stören gewesen? Na, ist ja schon wieder vorbei. Ja, ziemlich schnell. Schon wieder Raider wahrscheinlich. Ja. Schätze, wir werden das nicht mehr brauchen. Ja, sehe ich auch so. Das kann übrigens mal nachgeladen werden gerade. So. Okay. Mal hier wieder hin. Transferieren wir nochmal schnell den Mist, den wir gerade aufgenommen haben. Einen Molotow und eine doppelläufige Schrottflinte. So. Hier können wir wahrscheinlich noch ein bisschen... Okay, keinen Schrott mehr ablagern.
Wie sieht's aus? 165 tragen wir, ist immer noch viel zu viel, aber egal. So, okay, dann mache ich mal einen kleinen Speicherstand eben. So, und dann bin ich gleich sofort wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Zack. Okay, so. Wie haben wir immer jede Menge Aufgaben noch zu tun? Ich würde ehrlich gesagt gerne den Supermutanten helfen. Nee, Quatsch. Den Ghoulen erstmal helfen. Dass wir die Supermutanten da eben beseitigen. Denn ich glaube, das könnte ganz praktisch werden, wenn wir so eine Siedlung bei uns haben. So, kleiner Zwischenspeicherstand wieder. Gucken wir mal, wie wir da am besten vorgehen. Da haben wir schon wieder so eine Dreckshöhle. War jetzt eigentlich in der Hoffnung, dass die mich nicht alle entdecken. Ist natürlich jetzt doof. Ach, guck mal. Es ist nicht gut, wenn Supermutanten mit viel zu energiereichen Waffen spielen. Ja, komm, so weit kannst du eh nicht ballern, Junge. Ja, genau. Das ist auch ein legendärer Typ. Okay, das wird nicht so gut funktionieren. Wir müssen irgendwie bisschen anders vorgehen. Da rechts sehe ich irgendwas, wo wir vielleicht drauf können. Unter Umständen. Mit etwas Glück quasi. Gucken wir mal, dass wir da raufkommen. Und dann die Supermutanten mal richtig einzuheizen. Ach, da oben ist natürlich auch einer drauf. Schnell speichern ist immer wichtig. Könnte nicht anders sein. So, okay. Sehr gut. Unser Hund wurde zwar verletzt, aber dafür haben wir jetzt hier eine Position, von der wir, glaube ich, ganz gut arbeiten können. So, speichern wir das mal ab. Ups, da. Oh, scheiße. Was ist denn da? Bei der Knarre. Fuck, wir müssen hier Sand ganz, ganz schnell runter. Beziehungsweise... Psst. Los geht's. Hui, und tschüss. Dockmeat hat etwas gefunden. Ich habe auch was gefunden. Da weg. Und zwar instant umdrehen, weg. Wenn da unten auch noch die Robos sind, das hilft uns nicht viel. Müssen wir jetzt einfach mal spontan ein bisschen die Flucht ergreifen. So, ich glaube, von hier aus können wir ein bisschen besser arbeiten. Schauen wir mal. Was sehen wir denn von hier aus? So, den haben wir schon mal
angelockt. Und auch direkt wieder so ein Drecksköter an. Na, wo bist du? Ich sehe den nicht. Hier kommt auch noch einer angelaufen. So. Hä? Wer hat das denn gesagt? So, hier ist zwar noch Gefahr, aber die werden hoffentlich jetzt mal ein bisschen weggehen. So, wir können uns so lange mal hier Lebensmittelpaste. Ja. Ist eigentlich schon fast eklig. Zum Glück helfen die uns hier ein bisschen. Sie sind überall. Da müssen wir dafür sorgen, dass er die Waffe loslässt. Oh, da ging er. Was ist das für ein Geräusch? So, da können wir noch den Arm treffen. Fuck it. Das hat uns voll erwischt. Wir hauen uns wieder Köterkeulen rein, bis sie voll sind. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er noch. Gegner ist mutiert. Fuck it. So, und jetzt schön auf den Arm. Vielleicht ist er los, die Waffe. Oh, der hatte irgendwas Legendäres armtechnisch dabei, glaube ich. Hier, rechtes Bein. Plus ein Beweglichkeit und Wahrnehmung. Das können wir quasi direkt anziehen. Ist ja auch noch Kampfrüstung. Passt also eh. So, nur wir müssen uns mal wieder ein bisschen hochheilen. So. Das ist erstmal ganz gut. Wir brauchen nämlich sowieso noch eins hiervon. Ne, hiervon. So, jetzt sind wir nicht mehr verkrüppelt. Ist schon mal ganz nett. Oh, hier müssten eigentlich noch mehr gestorben sein. Ist nur der Typ hier. Komisch eigentlich. Wo ist denn der ganze Rest von der Bande hingelaufen? Ist der auch irgendwo hier gestorben? Hm, naja. So. Jetzt müssten wir eigentlich schon fast völlig unbemerkt da reingehen können, weil eigentlich keiner mehr hier sein sollte. Theoretisch. Wollen wir mal sehen, ob das auch so ist. Nix da. Die habe ich gesehen. Ich hoffe nur, hier sind keine versteckt. Wer? Da oben. Ah, ein Supermutanten-Schlechter. Der ist auch noch mehrere Level über uns. Nee, nicht den Torso, sondern schön immer auf den Kopf. Ich dir das Hirn zermatschen. Nicht, wenn ich schneller bin, nicht, wenn ich schneller bin. Müssen uns hier eine Schießscharte wieder suchen.
Ja, frisst er wieder viel Mini. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.